Ich habe schon einige persönliche Beispiele beibringen können. Jetzt, ich bin selber dreifacher Vater, jetzt kommt einer auf die Bühne, der hat mich getoppt, der ist bereits Vater von 5 Kindern, also wer noch mehr, 6, von 6 Kindern noch besser, wer noch mehr Beweise braucht, dass es ungeimpften Kindern auf gar keinen Fall schlechter geht als geimpften, der mag jetzt bitte hier bleiben und sich Paul Burmann einhören. Einen Applaus bitte, Paul. Danke, danke. Ja, eigentlich hast du schon alles gesagt, Marcel. Bei mir ging es auch um den Stichpunkt, Impfungen sind Körperverletzungen. Und das sehen wir ganz deutlich an diesen Autismusgeschichten. Wenn jemand in diesem Land einem anderen etwas zufügt, ohne dass er das möchte, was ist es dann? Eine Körperverletzung, oder? Das ist eine Straftat. So, wenn jetzt ein Arzt daherkommt und wir wissen, welche Impfschäden auftreten, für alle, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, beschäftigt euch mit Impfschäden. Googelt danach, lest danach, es ist ein Wahnsinn. So, und wenn jetzt die Impfpflicht kommt und mich dazu verpflichtet, einen Schaden an mir und meinem Körper und an meinen 6 Kindern zu verursachen, dann ist das für mich eine Körperverletzung. Und das darf nicht sein. Wenn ihr heute zum Arzt geht und habt eine schwere Krankheit und es muss eine, ich nehme jetzt mal das Krasseste, es wird Krebs festgestellt, dann wird empfohlen eine Therapie, ich sag mal Chemotherapie, wo jeder weiß, es gibt Nebenwirkungen. Aber du hast die Möglichkeit zu entscheiden, zu sagen, das ist mir zu riskant, das will ich nicht, ich mache was anderes. Diese Entscheidung haben wir noch und die will uns beim Impfen abgeschafft werden, dass ich weiß, ich kann mit Nebenwirkungen rechnen und meine Frau ist so ein Beispiel. Die ganze Kindheit ist ruiniert durch einen Impfschaden, durch eine Neurodermitis, sondergleichen wie ein Streuselkuchen von Kopf bis Fuß. Das tut weh, verdammt nochmal. Und sowas muss frei bleiben. Dazu muss man doch nicht gezwungen werden. Wie geht denn sowas? Versteht ihr? Wenn ich zum Arzt gehe, dann kann ich noch entscheiden. Aber jetzt will Herr Spahn mir diese Entscheidung nehmen. Und er bestimmt plötzlich über meinen Körper, was für mich gut ist. Er entscheidet, dass ich nachher mit einem Impfschaden nach Hause gehe. Und das geht einfach zu weit. Hier wird unser Recht manipuliert. Es wird abgeschafft. Wir sind, da sind Sie falsch, Herr Spahn, bei uns. Tut mir leid. Und jetzt gerade in der eigenen Familie, es ist nur 3-4 Wochen her, ein junges Pärchen, ein gesundes Kind kommt auf die Welt. Das Kind lacht, ich habe es gesehen, hier gerade Nachbar, es wird geimpft. Marcel hat es schon erwähnt, das Kind schreit unaufhörlich, in der Packungsbeilage nachzulesen, unstillbares Schreien. Das Kind schreit bis tief in die Nacht, so stark, dass die Nachbarn die Polizei alarmieren, weil sie vermuten, dass eine Kindsmisshandlung abgeht. Stellt ihr euch das mal vor. Wir reden hier von Medizin. Die Polizei kommt an diese Tür, klopft und fragt, was denn hier los ist. Ja, Gott sei Dank ist das Kind eingeschlafen in dem Moment, aber was ein Vorgang in diesem Land. Es ist unglaublich. Ich glaube, die Polizei hätte an einer anderen Tür stehen müssen. Und zwar vor der Tür des Arztes und vor allem der Pharmaindustrie. Weil es ist eine Körperverletzung abgegangen. Es ist eine Straftat. So, aber ich will nicht lange mehr reden. Ich habe noch einen Song mitgebracht mit dem Namen Freiheit.